Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3, kurz Wortrudisch gehabt. Und wir sind jetzt hier natürlich in unserem guten Revier. Haben wir keine Armbrust mehr? Nein, ich habe die gerade weggegeben. Dann nehmen wir Pfeil und Bogen. Jetzt wirst du bluten. Stehen wir ab. Ich hab's immer noch da. Ja, das können wir aber so nicht durchziehen. Bring allen Brot und Fleisch. Nee, die will ich ja nicht abbrechen lassen. Das ist Schwachsinn. Ja, ich denke, wir müssen das wieder zu zweit machen. Aus dem einfachen Grund, weil es sonst nicht funktioniert. Gehe ich mal davon aus. Also wir müssen definitiv hier wieder zu lang und uns Stück für Stück jetzt hier noch den Rundbogen erarbeiten, dass wir da rumkommen. Weil, also ich möchte mich gerne hier, wie gesagt, also hier in der Hauptstadt durchkämpfen. Wir haben ja auch schon etliche Stadtteile gesichert. Ja, also darf man ja auch nicht schlecht reden. Ja, also wir haben von dort drüben an hier rundherum alles gesichert. Und dieses werden wir auch noch sichern. Ja. Das ist einmal die Stellung jetzt da unten. Ja, also die Stellung da unten ist das einmal. Und dann die eine Stellung da drüben noch. Und dann haben wir die komplette Hauptstadt gesichert.
Bin ich gut oder bin ich gut? Was ist safe, oder? Entschuldigung. Aber das sollte so gut wie alles safe sein. Wo?
Hier steht nichts Neues. Wahnsinn. Ja, die Waffenbündel können wir trotzdem gut gebrauchen für Städtebefreiung. Ich meine, die 20 Waffenbündel, die haben wir ja den Typen im Endeffekt schon gegeben, oder? Läuft also richtig gut. So, ich bin mal kurz AFK, kleinen Moment. Und das war Feldherr Nummer 4. Wow. Oder? Ja, das war der 4. Feldherr. Abgebrochen. Womit denn? Hoho. 20 Waffenbündel haben wir schon wieder abgegeben. Wir haben schon wieder 7. Und es werden definitiv jetzt im letzten Außenposten nochmal mehr.
So, damit haben wir den nächsten gesichert. Damit haben wir das nächste Areal gesichert. Stufe 20 ist auch erreicht. Jetzt muss ich auch mal kurz überlegen. 20 sind 200, also warte mal, 10 pro Level. Ach so, durch den Ring. Plus 50 Lebensenergie durch den Ring. Okay. So, jetzt erstmal wieder befriedigtes Gebiet. Boah, wir brauchen auf jeden Fall Fläschchen. Scheiße!
hack dich in Stücke! Ja. Ah. Jawohl! So, jetzt können wir uns so einigermaßen frei in der Stadt bewegen. Ich dachte schon, ich müsste hier verrecken. Was machst du hier? Blöde Frage. Beim Kampf gegen die Orks bin ich hier gestrandet. Jetzt komme ich alleine nicht mehr in die Burg zurück. Los, beweg dich. Ich bring dich zurück in die Burg. Bist du sicher, dass wir das überleben? Na gut, mir bleibt ja keine Wahl. Folge mir. Ist kein Ork mehr da, also von daher... Abgebrochen. Ich denke, wärst du nicht gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Hier, nimm diese Heiltränke als Dank für meine Rettung, Fremder. Gut, dass du kommst. Verdammt nochmal. Ich hörte schon, dass ein vielversprechender Mann von draußen gekommen ist. Wenn ich dich so ansehe, muss ich sagen... Sie haben nicht übertrieben. Ich hoffe, die Situation da draußen ist nicht so hoffnungslos, wie hier alle behaupten. Teufel. Die ganze Stadt ist clean. Bist du hier der Oberbefehlshaber? Ja, verflucht. Und es ist ein Höllenjob. Wie ist die Situation hier in der Burg? Es ist verdammt nochmal viel schlimmer, als es aussieht. Wir haben einfach zu viele Verluste zu beklagen. Das lässt selbst einen harten Mann wie mich zweifeln. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Wie kann ich helfen? Letzte Nacht hatten wir ein Scharmützel mit den verfluchten Orks aus dem Ostflügel der Stadt. Die Misthunde haben uns auseinandergetrieben. Einer meiner Männer hat es nicht mehr zurückgeschafft. Sein Name ist Tordir. Er versteckt sich irgendwo im Ostflügel der Stadt. Wenn du uns helfen willst, dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück. Die fünf Feldherren der Orks sind tot.
Verdammt! Ich wusste, du würdest hier etwas bewegen. Aber herrje! Du bist der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Gutes Gold für den glorreichen Sieg. Ich hab dir den Paladin Georg gebracht. Potzblitz! Da sind also tatsächlich noch Krieger da draußen. Sobald wir diesen Teil der Stadt gesichert haben, werden wir uns um sie kümmern. Gutes Gold für gute Nachrichten. Hier, nimm. Der letzte Scheiß. Ich hab den Paladin Tordir gefunden. Der verfluchte Idiot! Einige Probleme erledigen sich von selbst. Tordir ist wieder wohlbehalten in der Burg angekommen. Gutes Gold für gute Arbeit. Hier, nimm, du Teufelskerl. Ich weiß, Mann, ich weiß. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich weiß nicht, ob man einem Hundesohn wie dir noch etwas beibringen kann. Aber ich werd's versuchen. Ich hab damit kein Problem. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, ich sag mal so, ein paar geringe Verluste gab es natürlich. 5-6 Leute, aber im Großen und Ganzen haben die Orks Verluste erlitten. Ja, die ganze Stadt ist safe. Das heißt, hier ist keiner mehr. So, wir brauchen noch 12 Laiber Brot und 26 mal gebratenes Fleisch. Gebratenes Fleisch ist nicht das Problem. Bei Brot sehe ich dann eher schon die, die Problematik. Aber... Die Hauptstadt im Inneren ist, soweit ich sehen kann, ist die frei.
Jawohl. Wir haben es geschafft. Gebratenes Fleisch haben wir auch wieder mehr als genug. Obwohl uns jetzt noch erstmal noch 23 fehlen, um die Stadt hier komplett zu versorgen. Großen und Ganzen trotzdem erstmal wieder genug. Das ist ein Hammer. Es ist absoluter Hammer, dass wir uns hier zu zweit. Also muss ich wirklich mal sagen, es ist absolut brachial, dass wir zu zweit hier durchgeprügelt haben. Wir mussten zwar ein paar Verluste, musste ich erdulden. Hier, ja, zwei Wachen und ja, naja. Aber wir haben uns hier komplett durchgeschlagen, durchgemacht und das ist doch der Vorteil daran. Die fünf Feldherren der Orks sind tot. Innos sei Dank. Du bist wahrlich ein Held. Weißt du das, Fremde? Hier hast du alles, was ich noch aus den Besitztümern der Bewohner der Stadt retten konnte. Ich werde mich sogleich an die Arbeit machen, die Stadt wieder aufzubauen. Möge Innos deinen Weg erleuchten. Ich habe mit Charybde über den Feuerkelch gesprochen. Das ist gut. Wir hatten es schon seit Tagen erfolglos versucht. Ja. Gleich safen. Wir haben die fucking, wir haben die Stadt befreit. Wir haben die endlich die Stadt befreit. Also, Vanguard ist komplett von Orks befreit. Die Barriere steht. Das heißt, wir brauchen nur noch Nahrung da rein zu schaffen und dann haben wir erstmal hier alles in Vanguard abgeschlossen. Was erstmal so auf den ersten Blick möglich ist. Dann fehlt nur noch die Mission für den König. In dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.